Steffen, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Maßnahmen rund um das Coronavirus haben die Wirtschaft im Euroraum erheblich beeinträchtigt. Das gefährdet die Preisstabilität, das wissen wir alle, und die Europäische Zentralbank möchte nun mit ihrem Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm, mit dem sogenannten PEP, über das wir heute schon viel geredet haben, entgegenwirken. Genau das ist ihre Aufgabe. Das Programm wurde im März beschlossen und ist vor 2 Tagen gestartet. Was aber will die AfD nun mit ihrem Antrag? Sie will, und jetzt zitiere ich Ihren Antrag nochmal, dass der Bundestag die Bundesbank auffordert, im Rahmen des PEP-Programmes, also dieses Programmes, ab sofort keine weiteren Anleihen aufzukaufen und die bereits erworbenen Titel schrittweise wieder zu verkaufen. Dabei beruft sich die AfD eben auf das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020. Und hierzu möchte ich 3 Bemerkungen machen. Erstens. Die AfD hätte gerne ihre gute alte Zeit zurück. Das wissen wir. Sie träumen von D-Mark-Zeiten, notfalls auch von einem Nordeuro. Und alles möglichst in nationaler Hand. Nur auch in der guten alten Zeit, und darauf hat der Kollege Rehberg schon hingewiesen, auch in der guten alten Zeit hatten weder die Bundesregierung noch der Bundestag der Bundesbank irgendetwas zu sagen. Und das war immer schon so. Die Bundesbank war immer unabhängig. Und sie ist es heute noch als integraler Bestandteil des europäischen Systems der Zentralbanken. So wollte Deutschland das, so steht es im Artikel 88 Grundgesetz, den Herr Rehberg schon zitiert hat, so steht es im Bundesbankgesetz und so steht es in den europäischen Verträgen. Wir stellen also fest, nochmal auch für Sie von der AfD-Fraktion, die Bundesbank ist unabhängig, Weisungen durch den Bundestag sind verfassungsrechtlich unzulässig. Der Antrag fordert etwas verfassungsrechtlich Unmögliches. Und nein, ich nehme die Anfrage nicht an, Herr Böhringer. Zweitens. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Böhringer? Nein. 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 Zweitens. Bei dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht es nicht darum, dass die EZB jetzt ihre Arbeit einstellen muss. Das Bundesverfassungsgericht verlangt in der Entscheidung lediglich, dass bei allen währungspolitischen Maßnahmen der EZB die wirtschaftspolitischen Auswirkungen im Euroraum abgewogen und berücksichtigt werden. Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine transparente Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es verlangt, dass diese Abwägung offengelegt wird. Und in der Sachverständigenanhörung in dieser Woche im Europaausschuss am Montag ist Folgendes doch noch einmal klar geworden. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung gibt es bereits. Davon können wir sicher ausgehen. Die EZB agiert nicht ins Blaue hinein. Sie analysiert im Vorgriff die wirtschaftspolitischen Auswirkungen ihrer Maßnahmen sehr genau. Wir müssen im Bundestag eben allerdings darauf hinwirken, dass diese Prüfungen transparenter als bisher werden. Wir müssen aber nicht der EZB in den Arm fallen, sodass sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Und drittens. Die AfD-Fraktion meint, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe allgemeingültige Kriterien für jedes Ankaufprogramm der EZB festgelegt. So ist es aber nicht, und darauf hat der Kollege Tonka auch schon hingewiesen. In seinem Eingangsstatement zur Urteilsverkündung hat der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Voskuhle, übrigens darauf ganz ausdrücklich hingewiesen. Und das hat er mit Bedacht getan, weil er sich der Bedeutung damals auch schon bewusst war. Vielleicht hat er das schon kommen sehen, dass Sie da irgendetwas draus reden. Jedenfalls hat er gesagt in seinem Eingangsstatement, dass aktuelle finanzielle Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Corona-Krise eben nicht Gegenstand der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Anfang Mai waren. Und übrigens auch aus den Leitsätzen des Urteils ergibt sich das ganz klar. Für jedes Programm der EZB muss eine eigenständige, wertende Gesamtbetrachtung angestellt werden. Denn je nach Anlass der Maßnahme sind auch die Kriterien eines Programms festzulegen und völlig unterschiedlich. Sie können jetzt nicht die 7 Kriterien dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts hier 1:1 übertragen auf das PEP-Programm. Das geht nicht. So hat das Bundesverfassungsgericht es ausdrücklich auch nicht gemeint.
Es gibt eben keine standardmäßigen Kriterienkataloge, der nun für alle EZB-Programme gelten soll. Kurz und gut, wir im Bundestag müssen uns nun darauf konzentrieren, zunächst das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den bisherigen Ankaufprogrammen umzusetzen, möglichst besonnen, möglichst deeskalierend, vor allem aber unter Anerkennung der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und der Unabhängigkeit der Notenbank. Ich danke Ihnen. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Peter Böhringer.